Ihr müsst wissen, One Piece Unlimited Cruise One ist eben kein typisches Beat'em-up-Schnetzel-Gedöns-Spiel, so wie man es vielleicht vermuten würde anhand des Versus-Modus, sondern es ist ein, ja, ein bisschen simples Sammel- und Suchspiel. Das heißt, in erster Linie geht es tatsächlich darum, immer mehr Gegenstände zu bekommen, die die Gegner manchmal fallen lassen, die die Umgebung auf der Insel ab und zu mal hergibt. Und wenn ihr diese Sachen eben eingesammelt habt, dann könnt ihr euch darüber freuen. Und dann könnt ihr mit diesen Gegenständen unter anderem dann vielleicht neue Gegenstände machen. Und wenn ihr mit diesen neuen Gegenständen dann unterwegs seid, könnt ihr neue Gebiete auf den Inseln freischalten, wo ihr dann nochmal neue Sachen finden könnt und mit denen ihr dann nochmal neue Sachen erschaffen könnt. Also es ist schwierig zu erklären. Auf der Sunny gibt es vor allem... Upsa, ja, Zorro hat mittlerweile auch schon ein paar Techniken mehr drauf. Könnte ich vielleicht auch an der Stelle... Ja gut, das erkläre ich gleich. Auf der Sunny selber, um mal den einen Gedanken vielleicht zu Ende zu führen, auf der Sunny selber gibt es eigentlich drei Hauptpunkte, wo man seine Gegenstände praktisch erweitern kann. Einmal eben das Labor oder die Arztpraxis von Chopper, wie auch immer ihr es nennen wollt, wo Chopper eben aus verschiedenen Heilkräutern oder ähnlichen neue Medizin machen kann. Also er kann dann unter anderem Heilkapseln entwickeln, die einem dann natürlich, wenn man auf der Insel unterwegs ist, dann neue Energie zuführen, was natürlich ganz wichtig ist, weil so ansonsten können wir uns auf der Insel nicht heilen. Info, ein Schwert, Schwertregen, Level 5, ja. Und ja, Chopper macht einfach Medizin aus diversen Sachen, die wir eben hier finden. Dann gibt es noch Lysop und Franky. Die machen eher praktische Gegenstände aus den Sachen, die wir hier auf der Insel finden. Das können ja irgendwelche Upgrades sein für die Tasche zum Beispiel, die man mit sich herumschleppt, dass man auf einmal dann mehr Sachen mit sich herumtragen kann. Oder sie kreieren solche tollen Sachen wie eine Angel oder ein Käfernetz. Mit der Angel können wir dann Fische fangen und mit Käfernetz können wir dann Insekten fangen und sowas. Also, es ist unglaublich, was für viele Gegenstände man tatsächlich hier so insgesamt bekommen kann. Geheimnisvoller Knochen erhalten. Ja, ihr seht's. Also, ich mache hier irgendwelche Gegenstände kaputt und sammle die ganzen Sachen ein. Ich habe keine Ahnung zum Teil, was die überhaupt bringen oder so. Aber ich sammle sie halt ein, weil mir die Möglichkeit vom Spiel gegeben ist. Aua. Zombies. Die kommen einfach so aus dem Erdboden raus. Ist nicht gut. Dip, dip, dip. Dip, dip, dip. Ich mache auch immer denselben Move. Das ist eigentlich nicht gut. Ich müsste mal ein bisschen variieren. Lalala. Ich müsste auch vor allem gleich mal gucken, was die Attackenliste von Zorro angeht, weil über die Woche, die ich jetzt nicht gespielt habe, habe ich schon wieder fast alles vergessen, was die Spezialfähigkeiten der Charaktere angeht. Dip, dip, dip. Ja, auflocken kann man Gegner auch, wie ihr hier gerade seht. Macht man mit Druck auf den Z-Knopf. So verliere ich den Gegner nicht mehr aus den Augen. Ist extrem praktisch in so einer 3D-Umgebung. Und ja, wie gesagt, Lysop und Franky machen was ganz Praktisches aus den Gegenständen. Und dann gibt es noch die Kombüse von Sanji, wo er eben aus verschiedenen Lebensmitteln oder sowas, die man auf der Insel eben findet, dann auch nochmal verschiedene Sachen machen kann. Also Heil-Items, beziehungsweise ich glaube, aber vor allem auch Sachen, die meinen Status nochmal ein bisschen verändern. Ich bin der Meinung, ich habe beim letzten Mal etwas zu essen... Ups, etwas zu essen kreiert, was die Lebensenergieleiste eines meiner Crewmitglieder verlängert hat. Ich hatte mich da spaßeshalber mal für Zorro entschieden. Und jetzt hat er eben ein bisschen mehr TP als am Anfang. So. Dort am Baum sehen wir einen Käfer. Kann ich auch mal das Fangnetz an der Stelle kurz präsentieren. Wir schleichen uns also mal ein bisschen heran. Und dann hauen wir eigentlich mal zu, wenn die Wii-Fernbedienung es lässt. Genau. Erhalten. Ta-ta-ta-ta. So. Mit dem Schwung der Wii-Fernbedienung haben wir das Käfernetz eben geschwungen und haben so einen Herkuleskäfer bekommen. Und jetzt hat Lysop eine Idee dazu. Riesenschleuder Kabuto. Die ultimative Schleuder. 5 Pfosten für mehr Stabilität Entfernung. Hört ihr mir zu? Ja. Items benötigt. Herkuleskäfer, Bambus, Gummifrucht. Okay, und jetzt sieht man schon, ich habe einen Herkuleskäfer beisammen. Bambus habe ich mehr als genug und Gummifrucht habe ich 6 in meinem Inventar. 5 bräuchte ich nur. Und jetzt könnte ich mir eben so eine Riesenschleuder Kabuto bauen. Und das ist im Endeffekt einfach nur, glaube ich, die verbesserte Waffe für Lysop. Ich glaube es an der Stelle jetzt einfach mal.
Oh, toll. Und Chopper hat jetzt auch noch eine neue Idee. Sirup. Das sind viele natürlich süße Zutaten. Was wäre, wenn ich sie miteinander vermischen würde? Genau, dann könnte er Nektar und den klebrigen Saft, den wir gerade gefunden haben, zusammenführen. Und dann würden wir Sirup bekommen. Und Sirup würde mehr Energie auffüllen oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, so kann man dann eben immer weiter seinen Status erweitern. Und das macht extrem viel Spaß, wenn man drauf steht. Ja, man muss einfach ein Faible für solche Sammelspiele haben. Aber ich persönlich habe damit absolut kein Problem, beziehungsweise ich habe sowas schon früher immer total gerne gezockt. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist irgendwie total faszinierend, dass mich solche einfachen Spielkonzepte so begeistern können. Aber ja, keine Ahnung. Ich mag's. Wenn man Sachen sammeln kann, bin ich immer mit dabei. Also, und wenn man dann noch ein bisschen länger braucht, um die zu sammeln, dann sowieso. Also mir macht das einfach an der Stelle Spaß. So, ich glaube aber, jetzt haben wir mal Zorro genug gemacht. Und wir wechseln jetzt einfach mal die Charaktere munter durch. Und jetzt probiere ich einfach mal Nami aus. Ups. Ich probiere einfach mal Nami aus. Ja, genau. Sie kämpft mit ihrem Klimataktstock. Das Problem ist nur, glaube ich, eisiger Windstoß Level 4. Okay. Vielleicht doch kein Problem. Mal gucken. Na, ja. Ich probiere gerade die verschiedenen Controller-Möglichkeiten durch, aber das können wir vielleicht an der Stelle aus einfach auch im Menü angucken. Wenn ich mal auf Status gehe und dann das gewünschte Strohhutmitglied, in dem Fall eben Nami, anklicke, dann kann ich mir hier ihren Status angucken. Und an der Stelle drücke ich nochmal, ganz kurz B. Und also ich ganz kurz mal alleine, weil ich muss kurz mal was an meinem Rechner überprüfen, ob die Aufnahme überhaupt funktioniert. Also bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Es tut mir leid, ich war mir gerade unsicher, weil mein Antivirenprogramm ist angesprungen und also dieses Pop-Up-Fenster von Antivir. Jeder kennt und liebt es. Und das verdeckt den halben Bildschirm und da konnte ich nicht sehen, ob die Aufnahme jetzt läuft. Aber ist egal. So, Nami. Ja, wir können hier ihren Status sehen. Wir sehen hier ihren Namen, wir sehen hier ihre TP, ihre maximale TP, ihre SP und wir sehen hier ihre Attacken, die sie lernt. So, Attacken, die sie lernt. Aha, ja. Das Ganze, beziehungsweise alle Charaktere sind so einem Levelsystem untergeordnet. Und zu Beginn des Spiels können sie verdammt wenig. Nämlich eigentlich alle nur die Standard-A-Attacke. Je mehr, beziehungsweise je öfter sie ihre Attacken allerdings durchführen und je mehr Gegner sie besiegen, desto mehr Attacken werden dann auch tatsächlich freigeschaltet. Und das könnt ihr ja schon sehen. Irgendwann kann ich dann C und A kombinieren und da kommt irgendeine tolle Attacke raus und so weiter und so fort. Mittlerweile habe ich mit Nami immer schon drei Techniken. Wind und Wellen, eisiger Windstoß, Wirbelsturm. Ja, gut. Technikfähigkeiten, ich habe insgesamt 14% von ihr freigeschaltet. Wenn ich wissen will, was ich genau machen muss, um eine bestimmte Technik eben freizuschalten, dann kann ich hier auf diesen Technikfähigkeit Button drücken, ganz einfach. Und dann bekomme ich die einzelnen Sachen hier aufgelistet. Und dann sehe ich schon, dass ich zum Beispiel Sprung und A-Level nötig. Genau, um Sprung und A praktisch zu aktivieren, müsste ich erstmal den Klimataktstock reparieren. Dafür brauche ich bestimmte Items, die ich bisher noch nicht gefunden habe. Deswegen konnte ich das noch nicht machen. So, für Sprint und A, Kriterien, eisiger Windstoß, Wirbelsturm müsste auf Level 4 sein. So, und die anderen sind noch nicht gelistet, weil ich dafür wahrscheinlich erstmal andere Attacken bräuchte, um die dann wiederum freizuschalten. Hier für die SP-Technik bräuchte ich Wind und Wellen auf Level 5 und noch was anderes. Dann hat sie noch eine SP-Technik, wo ich erstmal ein Jet-Dial herstellen müsste und so weiter und so weiter. Das Ganze ist ein, nicht unbedingt komplexer Technologiebaum, den jeder Charakter hat, aber ihr seht schon, also da kommt einiges zusammen. Und die Charaktere lernen auch tatsächlich noch ihre ganzen Techniken, die sie eben auch in der Serie drauf haben. Und man freut sich dann immer wie ein Honigkuchenwert, wenn sie dann tatsächlich was Neues lernen und dann auch irgendwas, ja, so Special-mäßiges machen, was man in jedem Falle auch kennt. Diese komische Echse dort, die kann man auch einfangen. Ta-ta-ta-ta! Nami freut sich natürlich gar nicht darüber, weil sie mag gar kein Krabbelvieh oder sowas. Deswegen ist da, fällt ihre Reaktion da auch anders aus. Aber das ist auch schön. Irgendwie mit Liebe zum Detail gemacht. Die einzelnen Charaktere verhalten sich so, wie man es halt von der Serie ungefähr kennt. Also das ist schon auf eine gewisse Art und Weise ganz nett. So, jetzt wollen wir aber trotzdem mal ein kleines bisschen schneller hier vorangehen. Kleines bisschen schneller, habe ich gesagt. Wenn diese komischen Zombies mich lassen. Weil ich will euch unbedingt eben noch einen Endgegner zeigen. Ich habe zumindest die Hoffnung, dass wir dort zu einem Endgegner hinkommen. Zu der Stelle eben, wo ich euch noch hinführen will. Ich habe es nicht genau überprüft. Das ist jetzt vielleicht das Problem. Also
muss ich mich an der Stelle jetzt selber überraschen lassen. Auch vor allem, weiß ich nicht, was für ein Endgegner es kommt. Wobei ich es mir fast denken kann, wenn ich mir die ganzen Zombie-Horden hier angucke. Und auch diverse, ja, und auch die ganzen Anime-Zuschauer bzw. Manga-Leser werden, glaube ich, an der Stelle schon erahnen können, was für ein Endgegner hier tatsächlich auf uns lauert. Zur Story des Spiels kann man vielleicht nur noch kurz sagen, sie ist zweckmäßig. Ich meine, es bietet sich einfach an. Was hätte man beim One Piece Spiel auch anderes machen sollen, als so eine komische Traum- bzw. Wunschinsel? Weil Ziel der Spieleentwickler war es natürlich, so viele Charaktere der Serie wie möglich einzubauen. Ganz einfach, damit man ja den Fans gerecht wird. Ich meine, was hätten sie jetzt sonst machen sollen? Sie hätten natürlich ganz einfach die Story vom Manga nacherzählen können, wobei der mittlerweile so komplex ist, dass das mittlerweile auch ein bisschen schwierig ist. Oder aber sie hätten sich was komplett Neues ausdenken müssen mit völlig neuen Charakteren, aber das würde jetzt auch nicht unbedingt zu dem Universum passen. Deswegen jetzt eben dieses Traum-Wunsch-Dingens-Szenario, wo sie eben alle möglichen Charaktere treffen, denen sie schon mal begegnet sind. Also ich finde es zweckmäßig. Es ist okay. So, hier sind wir noch beim ganz anderen wichtigen Punkt. A, überprüfen, aber das kennen wir, glaube ich, schon aus meinem frisch angezockt. Missionsgelände, verdammt. Mir fehlen zwei geheimnisvolle Knochen. Verdammt, verdammt, verdammt. Die müssen wir jetzt irgendwie zusammensuchen. Moment. Das ist übrigens auch etwas, was ich mittlerweile habe. Ein Staubsauger. Mit dem kann ich dieses lästige Gift hier einsaugen. Unter anderem. Und ja, jetzt müssen wir zusehen, dass wir irgendwo so komische Knochen herbekommen, aber fragt mich gerade nicht. Oh, verdammt. Ich bin an welchen vorbeigelaufen, hoffe ich zumindest. Also die sind nicht schwierig hier zu bekommen. Ich habe vorhin habt ihr gesehen, wie ich einen eingesammelt habe, aber die sind so komische. Na, die stehen auch richtig in der Landschaft rum. Oh, man sieht die eigentlich. Lalalala, ist kein Problem, ist kein Problem. Wir laufen noch mit Nami rum, beziehungsweise, naja, jetzt haben wir Klimataktstock jetzt auch gesehen. Können wir nochmal Lysop auspacken. Und, was ich euch mit Lysop eigentlich noch in dem, ja, im Versus-Modus zeigen wollte, war seine Verwandlung in Sogeking. Ja, die gibt's hier nämlich auch. Und ich hoffe, dass ich das vielleicht auch irgendwann im Story-Modus hier freischalten kann, weil das ist natürlich besonders cool nochmal, wenn er sich in sein alter Ego verwandelt. Geheimnispilz da vorne. Da müsste ich jetzt eigentlich einen Knochen rausbekommen. Zack, genau. Und dort unten nochmal. Perfekt. So. Und wenn wir dann nämlich die Gegenstände haben... Ih, nein. Der Knochen hat sich verwandelt oder so. Hilfe. Nicht gut. Ja, bei Lysop ist so ein bisschen das Problem. Er ist natürlich Fernkämpfer, also ist eigentlich total schwachsinnig, dass ich jetzt so nah an die Gegner hier rangehe. Aber, mein Gott, Geheimnispilz erhalten. Ih, lasst mich jetzt nicht hängen, Leute. Ich muss noch einen dummen Knochen finden, damit ich da weiterkomme. Ei, ei, ei. Ja, diese Monumente. Neue Technik. Krähenfußhölle. Krähenfüße halten Gegner auf. Sprint und A. Bleistern Todesschuss, Level 3. Sprint und A. Sprint und... Ah, tatsächlich. Genau. Oh, dann kann er so kleine, ja, Minen oder wie auch immer man sie nennen will, in der Landschaft verteilen, wo die Gegner dann reinlaufen können. Das ist natürlich auch nett. So. Gegner kommen in rauen Mengen immer wieder. Kann man jetzt also drüber streiten, ob es sinnvoll ist, sie umzunieten oder nicht. Aber... Bittergras erhalten, ne? Aber das gibt's nicht. Jetzt ist hier kein Knochen, jetzt... Wie machen wir das jetzt am besten? Geheimnisvollen Knochen. Ich will euch in jedem Fall den Endgegner zeigen. Gut, dann machen wir das einfach so. Ich werde mir jetzt noch einen geheimnisvollen Knochen besorgen und dann sehen wir uns gleich bei dem komischen Monument wieder. Damit ich euch jetzt diese komische, lästige Sucherei so ein kleines bisschen erspare. Also wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir auch schon wieder. Und diesmal habe ich alle Knochen beisammen. Und ich bin übrigens mit Sanji jetzt unterwegs. Ja, Lysop war mir irgendwann zu doof, ganz bin ich ganz ehrlich. Und mit Sanji bin ich eigentlich ganz gerne unterwegs. Obwohl er nicht mal so unbedingt meine Lieblingsperson aus dem Manga ist. Aber man muss sagen, im Spiel komme ich verdammt gut mit ihm zurecht. Das ist irgendwie, ja, doof. Oder so, keine Ahnung, wie wir es nennen wollen. Nein, eigentlich ist es gut, weil das verschafft mir jetzt hoffentlich in folgenden Kämpfen dann auch den einen oder anderen Vorteil.